most want Aaron Hernandez. Here comes Roger Goodell. Janet, that was disgusting. Colin Kaepernick refusing to stand. The greatest comeback in Super Bowl history. So, fangen wir jetzt an oder fangen wir jetzt an? Ah, der ist gut für dich. Der ist gut. Ich weiß nicht, müssen wir Sven fragen. Wir beginnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard an diesem Mittwoch kurz vorm Draft, den ich natürlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für und mit dir, Carsten. So, unsere Soundboxen funktionieren auch. Wir wollen überraschenderweise in dieser Ausgabe des NFL Boulevard über den Draft reden. Morgen. Echt? Morgen Nacht, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag findet er statt. Wir haben uns überlegt, wir wollen heute mal über die interessantesten Spieler-Stories sprechen. Also nicht unbedingt über die Spieler, die früh gepickt werden, das haben wir in den Sendungen gemacht und in anderen Formaten, sondern über Spieler, Menschen, die eine besondere Lebensgeschichte haben. Hm. Wie du zum Beispiel. Und wie du zum Beispiel. Zum Beispiel. Wir werden aber nicht gedraftet. Das weiß man bei dir nicht. Das weiß man bei den Raiders nicht. Man weiß es auch zum Beispiel bei den Redskins nicht. Die haben auch schon mal Tote, das ist gut, ist schon ein paar Jahrzehnte her, aber sie haben auch schon mal Tote verpflichtet. Ja. Und sie haben auch zum Beispiel schon mal bei Cameron Jordan angerufen und gesagt, hey, nein, ich bin schon bei den Saints. Ach so, scheiße, falsche Nummer. Also es kann ja alles passieren. Insofern, da ist viel los. Und da wird auch viel los sein. Und ich glaube, einer, der relativ früh weggeht, aber der eine extrem spannende Familiengeschichte hat, ist ja für mich also Nick Bosa. Mhm. Muss man mal ganz deutlich so sagen. Bis jetzt ist ja noch Familie Manning so die Football-Familie. Also Archie Manning selber gespielt und hat zwei Söhne, die beide in der ersten Runde weggegangen sind. Das macht Archie Manning einzigartig. Noch. Noch. Denn, und jetzt kommen wir, also ich als Dolphins-Fan kann ja nur sagen, juhu, auf geht's. Also Vater John Bosa wurde tatsächlich in der ersten Runde von den Dolphins damals gepickt. So wie Archie Manning von den Saints. Saints, so. Und der hat nun mal zwei Söhne. Und der eine ist ja in der ersten Runde schon zu den Chargers gegangen. Und wenn jetzt Nick Bosa, was ja tatsächlich so aussieht, in der ersten Runde weggeht, dann ist das nicht mehr so, dass sich die Manning-Familie sagen kann, wir sind die einzige Football-Familie, die der Vater in der ersten Runde und die Söhne auch. Ja. Würde mich sehr freuen. Absolut. Und ist ja davon auszugehen, ja. Das kann man, glaube ich, ja, einfach mal so behaupten, dass Nick Bosa in der ersten Runde gehen wird. Was ich auch noch spannend finde an dieser Familie ist, dass der Papa, John, ist verheiratet mit Cheryl. Ja. Cheryl ist die Schwester eines ehemaligen Dolphinspielers, Eric Kummerow. Und Eric Kummerow hat auch einen Sohn, nämlich Jake. Und Jake Kummerow ist Wide Receiver und spielt bei den Packers. Das heißt also, der John Bosa hat sich die Schwester eines ehemaligen Teamkollegen, Abwehrkollegen, geschnappt. Ja. Also diese beiden Familien sind auch miteinander verwurzelt. Und der Bruder von John Bosas Frau, die haben halt auch einen Sohn unter anderem, der auch in der NFL spielt. Verrückt. Und vor allem die Geschichte von Nick Bosa ist halt großartig. Also schon beim Pee-Wee-Football war ihm klar, er will D-Line spielen. Also wurde in die O-Line gestellt, weil er schon ziemlich groß und ziemlich kräftig war. Und dann hat er sich das kurz überlegt und ist zu seinem Coach gegangen, hat das Jersey reingesteckt, hat gesagt, Coach, kann ich zur D-Line? Ja, geh mal zur D-Line. So, und dann hat er sofort losgelegt und das schon im Pee-Wee-Bereich. Großartiger Spieler für eine 4-3-Defense, wirklich perfekt. Am College richtig gut abgeliefert. Ich habe mir jetzt, als du gesagt hast, was sind für dich so die interessantesten Charaktere, habe ich mir ein ganz langes Interview mit ihm angeguckt. Gut, er ist das Ding, also er hat irgendeinen nicht so netten Tweet über Kaepernick und so weiter und so fort. Ja, mag sein. Das ist aber auch ein bisschen so die, ich sag mal ja, die jugendliche Unerfahrenheit. Nach diesem Tweet hat ihn sein Bruder richtig auf links gedreht, frei übersetzt, also den Arsch aufgerissen. Und jetzt in der ganzen Vorbereitung, Combine und so weiter und so fort, haben die beiden zusammen gewohnt und haben tatsächlich nichts anderes gemacht außer Training. Playbook, Training, Playbook, Training, Playbook. Es gab nicht eine Minute freie Zeit. Der Junge lebt diesen Traum, NFL, und er sagt halt, er will ein, das finde ich ja halt großartig, solche Aussagen, er will ein Team besser machen, er will sich in ein Team integrieren, um mit seinen Stärken dem Team etwas zu geben. Das sind so Aussagen, die kommen von Herzen und
das macht das Ganze extrem sympathisch. Spannend wird es, finde ich, wenn er dann gepickt wird, das wird ja relativ früh sein, wie sich die Vertragssituation ergibt, weil sein Bruder Joey Bosa ist ja bei den Chargers dann gelandet und da war er ja lange im Streik. Ja. Also ist gar nicht ins Training eingestiegen und so, weil da ging es dann um den Vertrag. Er wollte halt mehr garantiertes Geld im Verletzungsfall. Und ich bin mal gespannt, ob Nick Bosa auch so an die Sache rangeht oder ob das eine ganz schnelle Nummer wird und er seinen Rookie-Vertrag unterschreibt. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Chargers sind ja bekannt dafür, dass sie es gerne versuchen, mit First-Round-Picks solche Deals zu machen. Das war ja nicht das erste Mal, dass da jemand gesagt hat, so nicht. Bosa hat das relativ konsequent durchgezogen. Der Agent, der ihn betreut, ist kein Nasebohrer. Das nicht? Nein, das ist schon... Du siehst halt ganz klar... Das ist eine. Es gibt zwei Firmen, die sich den ganzen NFL-Markt mehr oder minder aufteilen. Natürlich sein Bruder, kein Antonio Brown, viele, viele Leistungsträger, die solide, vernünftige Verträge haben. Man muss ganz ehrlich sagen, wenn du siehst, wie der vorbereitet wird für die Draft, wie er auch schon beim Combine angetreten ist, das ist zielorientiert und der lebt das halt seit frühester Kindheit. Das ist ja das Ding, wenn dein Vater schon in der NFL gespielt hat, dein Bruder dir diese Insider-Geschichten erzählt, der das vorlebt, was es bedeutet, ein NFL-Spieler zu sein, dann kannst du sicher sein, dass du mit Nick Bosa einen Plug-and-Play-Spieler kriegst, der charakterlich einfach funktioniert. Gut. Noch was zu Bosa? Sonst würde ich jetzt übernehmen. Nee, du bist dran. Ich nehme Marquise Brown. Oh, Cousin, der Cousin von Antonio Brown, auch Wide Receiver, die sind auch gleich groß, Spitzname Hollywood. Ja. Da muss man zu seiner Ehrenrettung aber sagen, weil er in dem Örtchen Hollywood in Florida aufgewachsen ist. Er benimmt sich aber natürlich auch schon so. Spannender Charakter, er sagt, also ist natürlich auch mit einer Menge Selbstvertrauen gesegnet, sagt, er möchte mindestens genauso erfolgreich werden wie Antonio Brown. Antonio Brown, der ja gerne anderen nicht so viel gönnt, siehe Hashtag Juju Smith Schuster, sagt auch, dem gönne ich das. Klar, ist meine Familie. Spannend finde ich auch bei Marquise Brown. Hat ja das erste Jahr am College bei so einem kleinen College gespielt, war dann in Oklahoma. Also erst Bälle von Baker Mayfield gefangen und jetzt zuletzt von Kyler Murray. Bin ich mal sehr gespannt. Gilt ja auf jeden Fall als einer der ersten 5 Wide Receiver, die vom Board gehen werden, wo der am Ende landet. Hollywood ist da, wenn du von Miami Richtung Key West fährst, Diamond of the Gold Coast, hat schon ein paar, die ganze Region, gute NFL-Spieler hervorgebracht. Mir ist der zu bling-bling. Also mit diesen goldenen Zähnen, dieser Mundschutz und so, weiß ich nicht. Also das ist immer so, wenn du 5-6 Jahre NFL richtig abgeliefert hast oder einfach ein Leistungsträger deines Teams geworden bist, dann kannst du vielleicht irgendwann mal so wie Alvin Kamara dir so ein Späßchen erlauben. Ich finde diesen Einfluss, wenn du dir genauestens anguckst, wie oft, also ich werde nie vergessen, Antonio Brown hat ihn dann besucht in einem blauen Trainingsanzug. Jetzt ging einzuwenden gegen so einen Trainingsanzug. Aber da hing gefühlt die Kronjuwelen von Queen Lizzie hing ihm um Hals. Weiß ich nicht. Also das ist so, wo ich sage, ja, hat wahrscheinlich ein bisschen zu viel Deion Sanders-Tape geguckt. Ja, definitiv. Also, Problem ist allerdings, ich sehe ihn nicht in der... Also, es ist für mich jetzt kein Top-5-Pick. Das ist kein Receiver, wo ich sage, wow, das Beste seit geschnitten Brot, das ist wie Megatron, der holt dir alles aus der Luft. Ist ja auch nur 1,8, also was heißt nur, aber er ist nur 1,78 groß. Also, es ist jetzt kein wie Metcalf, eine Riesenmaschine, sondern das ist ein guter Receiver, der in den Systemen, in denen er gespielt hat, funktioniert hat. Ja. Mir ist das zu viel Bling-Bling. Erinnert es so ein bisschen, oder wird verglichen mit Tyreek Hill. Ja. Sehr irgendwie Downfield-Geschichten. War auch nicht beim Combine. Also konnte da keine Werbung für sich machen, weil er verletzt war. Aber auf jeden Fall spannend, finde ich. Also ist eine spannende Persönlichkeit. Über Antonio Brown haben wir jetzt die letzten Wochen so viel gesprochen. Jetzt kommt auch noch der Cousin von ihm in die Liga. Bin ich mal gespannt, wo der am Ende landet. Ich meine, wenn die Steelers ihn draften. Ja, hat Lennart ja in der Montagssendung gesagt, macht natürlich Sinn, ihm die 84 80, bei den Steelers zu geben. Brauchen wir können wir das Lager wieder aufmachen? Ja. Müssen wir nicht irgendwie schreddern? Alles gut. Ja, aber es ist für mich irgendwie, weiß ich nicht, also es ist so ein Typ, der schnuppert schon nach Problemen. Ja, definitiv. Weil, wenn der unterschreibt, kriegt er Geld. Und dann geht er erstmal los, macht erstmal einen auf Antonio und sagt so, Mensch, gib mir doch mal deine Kundenkarte von Louis Vuitton und tralala. Das ist so, wo ich sage, der wird sich nicht am Anfang auf Football konzentrieren. Auf gar keinen Fall, das glaube ich auch.
Wir werden es live verfolgen. Ja. Welche Personality findest du noch interessant? Was ich persönlich, wenn wir jetzt schon bei Receivern sind, ich finde die ganze Geschichte um DK Metcalf finde ich total spannend, weil das ist halt genau das Gegenteil. Der Typ ist gefühlt Big Ben mit Beinen. Der ist riesengroß, der Typ. Das ist so einer, wo ich sage, das finde ich spannend. Ja, und vor allem allein seines Körpers wegen. Ne? Also damit stand er ja irgendwie auch in den Schlagzeilen. Er soll ja unter 2% Körperfett haben, eine Maschine, super Sixpack. Wo sich dann aber natürlich auch die Frage wieder stellt, ist er denn wendig genug? Ist er denn überhaupt tippelig, um dieses Wort wieder zu nutzen, ist er denn tippelig genug für die NFL? Oder ist er einfach nur so eine Maschine, so ein Roboter, der vielleicht dem so ein bisschen Geschmeidigkeit fehlt? Aber bringen wir es doch mal auf den Punkt. War Gronkowski tippelig und geschmeidig? Nein. So, wenn du so einen Typen wie Metcalf hast, der, glaube ich, prallen die Gegenspieler im Gym lebt. So, ja. Wenn du dem sagst, pass mal auf, nimm doch mal 10 Kilo zu. So, dann bringt der 10 Kilo mehr Schwungmasse mit. Und ist trotzdem sehr schnell. Und ist trotzdem unendlich schnell. Also der ist beim Combine eine 4-3-3 gelaufen. Ja. So, und das mit diesem Körper, also mit dieser Größe. Wenn der angelaufen kommt und in den so einen kleinen Cornerback reinläuft, da braucht der nur wie Gronk die Hände hochzumachen, dann hat er den Ball. Und wenn er dann tatsächlich noch 5-6 Yards extra schafft, bis der Safety angeflogen kommt, wäre ideal. Aber es ist halt auch eine spannende Geschichte. Denn auch da haben wir wieder Wurzeln, dass der Vater in der NFL gespielt hat. Also das ist halt wieder so, wo ich sage, die nächste Generation kommt. Ja, vor allem ist der noch nicht alt. Also sein Vater Terrence ist erst 41. Ja. Der ist auch früh Papa geworden und hat von 2002 bis 2008 für Chicago gespielt als Guard. Dazu hat er dann auch noch seinen Cousin Eric für die Browns gespielt, auch als Wide Receiver. Und dessen Vater Terry hat auch in der NFL gespielt, als Running Back für die St. Louis Cardinals in den 70ern. Und der Cousin hat, glaube ich, in den 90ern gespielt. Also das ist halt auch genau das Ding. Also da muss man jetzt halt wieder sagen, wir haben eben über Brown gesprochen und über die familiären Prägungen und die Einflüsse. Da ist halt genau das Gegenteil. Also wer so mit so einem Körper gesegnet ist, Das ist ein Sportfreak. Muss man aber natürlich auch immer die Frage stellen, ob das so alles mit rechten Dingen zugeht. Ach, jetzt hör doch mal auf. Ja, aber das ist so the body des Drafts, oder? Ja. Das ist der Al McPherson des NFL-Drafts, würde ich sagen. Der ja DK, ich habe mal nachgeguckt, der heißt eigentlich DKlin Zacharias. Ja, DK. DK. Hast du einen zweiten Namen? Ich habe ja mehrere und ich werde sie dir nicht sagen. Hast du? Ja. Warum nicht? Weil ich sie dir nicht sagen möchte. Schade. Und das zeugt einfach daher, dass du tatsächlich alt wirst, weil den einen wusstest du. Mal. Ja. Und hast mich also damit aufgezogen. Wenn man aus DKlin Zacharias DK macht, dann das könntest du verraten. Dann wärst du C. Was kommt dann? Ich hätte dann als nächstes ein H. C.H. Spangerman. Ja. Auch gut. Mhm. Nein. Hast du einen zweiten Namen? Nee, ich habe leider keinen. Du bist adlig und hast keinen zweiten Namen? Deswegen habe ich aber immerhin auch noch einen dritten Buchstaben. Ich habe keinen. Das verarmter polnischer Landadel. Ja, ich dachte, bei euch Adligen ist das immer so. Nee, das verarmter polnischer Alexander, Zacharias, nee. Ja. Maximilian. Geronimo. Ja, genau. Prinz. Benedikt. Ja. Von. Ja. Nee, das und ist zu. Verarmter Kutschewski, Gedöns, obenrum, linksrum gedreht. Nicht? Nein. Schade. Aber wir haben uns mal damit, oder vielmehr meine Tante, das ist jetzt aber auch schon 300 Jahre her, hat mir mal erzählt, sie hat sich damit mal beschäftigt, man kann das von kaufen. Echt? Ja, also wenn, das ist ja nicht unwahrscheinlich, irgendwann mal unter der Brücke liege, kann ich immerhin noch mein von verkaufen. Das waren damals, glaube ich, 8.000 Mark. Also wenn du Carsten von Spengemann hast. Das wäre toll, was willst du denn haben? Ja, könnte ich dir das verkaufen, dann habe ich immerhin noch mal ein bisschen Fliss. Aber dann hast du es nicht mehr? Dann habe ich es nicht mehr. Aber hier, wie heißt der hier, der von Anhalt? Ja, mit Jaja Gabor? Ja, der adoptiert die dann ja. Ja, ja, genau. Also, der ist ja auch kein echter. Von dir würde ich es kaufen. Also adoptieren finde ich jetzt doof. Nee, genau. Man könnte es verkaufen. Ich habe mir ja mal. Ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist. Aber ich habe mir ja mal einen Doktortitel gekauft. Ehrlich? Ja, ernsthaft. Aber bist du Dr. Carsten? Ich bin Dr. HC. Ah ja. So viel Zeit muss sein. HC steht für? Dieses honoris. Ach so, so ein Honorar-Doktor. Genau. Ah, okay. Ja. Hey, was hast du dafür bezahlt? $64. $64?
Und steht das in deinem Perso? Nein, aber ich habe die Urkunde, die hängt... Und warum hast du das gemacht, so Spock oder was? Ich habe Radio ja gemacht, sehr lange. Und dann war doch diese ganze Geschichte, ob jetzt Herr Gutenberg und Doktorarbeit abgeschrieben oder was auch immer. Und dann hatte ich einfach die Idee, meine werten Kollegen beim Radio und ich einfach mal alle mit Doktor anzusprechen. Und dann bin ich auf so eine Internetseite gegangen und da konnte sie kaufen. Oh ja. Und wenn du einen zweiten gekauft hast für jemand anders, dann hat das nur noch $20 gekostet. Ach so, ist mit Rabatt, ja? Ja, und dann haben wir uns alle angesprochen. Und jetzt zum Verkehr mit Doktor. Und es ging die ganze Zeit hin und her, Herr Doktor, okay. Doktor. Das hatte sowas wie, kennst du den alten Film Spione wie wir? Nee. Da stehen sich alle so im Kreis, Herr Doktor, 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 ja, ja. Doktor, Doktor. So war das. Ich kenne das nur von Loriot, das ist auch großartig. Herr Dr. Klöbner, das ist großartig. Ja, ja. Ich bin gekommen, aber um steht nicht in deinem Personalausweis. Nein. Du hast nur so eine Urkunde. Ja. Ah, schön. Aber vielleicht sollte ihr, also pass mal auf, das wäre doch überhaupt cool. Das lasse ich eintragen, kaufe dir noch das von ab und dann bin ich Dr. Carsten von Spengemann. Ja. Da brauchst du aber dann sehr viel Platz zum Unterschreiben. Ja, und hast du gesehen, die Personalausweise sind so klein. Ja. Das sind nur noch zwei Punkte. Ja, ja, gut. Das passt da nicht drauf. So, okay, haben wir das auch geklärt, kommen wir zurück. Wie kommen wir jetzt zurück? Wer ist dran? Ich glaube, ich bin dran, ne? Du hast DK Metcalf genannt. Ja, du bist dran. Dann nehme ich David Sills. Oh ja. Die Geschichte habe ich ja schon einmal kurz letzten Donnerstag erzählt. Da hatte ich einen Gastauftritt im Concussion-Protokoll. Hab ich gesehen. Hast du gesehen? Fand ich auch cineastisch sehr schön umgesetzt. Hatte so ein bisschen viel Tarantino-Style. Ja. Weil, war aber Absicht. Irgendwie hat Stolle mit seinem Laptop geredet, dann warst du wieder da. Ja. Es war sehr revolutionär. Das ist die Technik von heute. David Sills, das Quarterback-Talent schlechthin im Jahr 2010, da war er 13, da hat er schon Stipendien angeboten bekommen, unter anderem von USC, Lane Kiffin, war damals Head Coach. Problem war, als er dann berechtigt war fürs College, war Lane Kiffin nicht mehr beim USC. Dann ist er woanders hingegangen, erst bei West Virginia, dann wieder woanders, dann zurück bei West Virginia. Letztlich ist aus dem Quarterback-Talent überhaupt heutzutage ein Wide Receiver, der jetzt beim Draft dabei ist und so in der zweiten oder dritten Runde gehandelt wird. Also auch total verrückt. So ein Wunderkind. Letztlich ist es dann aber nicht gelaufen, wie er es gehofft hat, wie viele Amerikaner gedacht hätten. Und jetzt geht er als Wide Receiver in den Draft. Also aber er ist in der Draft. Immerhin. Genau. So, und das ist sein Weg gegangen. Und ich meine, wir haben es ja nun auch gesehen, gab es in der NFL ja auch schon, dass Terrell Pryor zum Beispiel konvertiert vom Quarterback zum Receiver. Das funktioniert ja. So, und das, was er am College abgeliefert hat, okay, das war doch gut. So, aber das ist halt auch, glaube ich, genau dieses Problem. Wenn du einem 13-Jährigen, der noch grün hinter den Ohren ist, der wahrscheinlich irgendwie noch kichert, wenn er irgendwie durch Zufall mal das Wort Penis oder was auch immer hört an der Schule. So, dem sagst du jetzt, Alter, du bist das Talent. So, du wirst der NFL-Star in der guckt sich den Super Bowl an und sagt, ja, das Ding habe ich eigentlich schon laut Experten habe ich das Ding schon gewonnen. Da kannst du einem jungen Menschen einfach mal schön die Zukunft versauen, weil wenn ihm das zu Kopf steigt, gute Nacht, Marie. Na, letztlich darf man ihm das ja nicht vorwerfen. Nein, natürlich kannst du also nicht letztlich vorwerfen. Musst du den Protagonisten es vorwerfen, die es publik gemacht haben. Ja. So, du bist. Ich bin dran. Was hältst denn du... Nichts. Gar nichts. Sag. Was hältst denn du von Kazeem Daniels? Hm? Ich weiß gar nicht, ist es links oder ist es rechts? Rechts. Rechts. Das war ja jetzt, ich habe mein Auge zugehalten für die Podcast-Hörer. Der Junge hat mit 5 einen kleinen Unfall gehabt und hat sein Augenlicht verloren und ist aber trotzdem in der Lage, Defensive End zu spielen und zwar auch gar nicht schlecht. Das mit einem eingeschränkten Sehfeld. Das hast du jetzt sehr niedlich erzählt. Also das ist ja eine tragische Geschichte. Ja, klar, es ist eine tragische Geschichte. Mit 5 mit einem Tretroller hatte er einen kleinen Unfall und hat dann eine Eisenstange ins rechte Auge bekommen. Seitdem kann er auf dem rechten Auge nichts mehr sehen. Ich wollte es einfach mal nicht ganz so blutig wie du machst, wie der Tagesschau. Wir sind hier im NFL-Boulevard, da geht es nun mal blutig zu. Das ist nun mal so. Ja, aber man muss es ja nicht. Also. Shaquem Griffin ist das beste Beispiel, dass du auch, und das ist auch natürlich eine Behinderung, zu was werden kannst. Hat Football gespielt, hat in den letzten 3 Jahren über 30 Sacks auch abgeliefert an seinem College und ist jetzt auch beim NFL-Draft und gilt, vielleicht wird er tatsächlich auch gepickt. Und das nur mit 50% Sehvermögen. Also es ist schon heftig. Wenn du dir mal tatsächlich ein Auge zuhältst, das siehst du halt schon wenig. Und vor allem, um dich rum in so der Position. Das ist ja eben genau der Punkt. Also du hast ja nie Football gespielt. Wenn du dir jetzt einfach mal vorstellst... Madden habe ich gespielt. Ja, du stehst als Edge-Rusher natürlich irgendwie, deswegen heißt es ja so, außen. So, und jetzt läufst du um den Pudding rum.
wenn du dir jetzt einfach mal vorstellst, das Ganze machst du mit einem eingeschränkten Sichtfeld, der, wenn das das rechte Auge ist, und der, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, dass der Charleston da an der Uni so gut abgeliefert hat, aus dem einfachen Grund. Du musst dann ja doppelt und dreifach dich auf deine Technik so verlassen können, weil du den Kopf dann anders einsetzen musst, um rechts und links das Feld zu scannen. Weil sonst kommt plötzlich einer aus dem toten Winkel. Ja, ja, super. Also wirklich eine Leistung, die man hoch anerkennen muss. Also da spricht man dann wirklich von einem Traum, der in Erfüllung geht. Ja. Super. Ich würde als nächstes Gary Johnson nehmen, Linebacker der Texas Longhorns. Auch eine super Boulevardgeschichte. Gilt als Kandidat, dass er vielleicht in der 7. Runde noch gehen könnte, was auch super wäre. Der eine wirklich auch wahrscheinlich eine traumatische Kindheit hatte, weil seine Mutter, als er geboren war, seine Mutter war stark drogenabhängig. Kann man das so sagen, stark drogenabhängig? Ich streich das stark. Sie war drogenabhängig, das reicht, glaube ich. Drogenabhängig und erst 14. Ja. Also seine Mutter war 14, als er zur Welt kam, war natürlich heillos, überfordert. Dann ist er auch mit 4 zu Pflegeeltern gekommen. Seine Bezugspersonen haben sich immer wieder gewechselt. Also er hatte keine Konstante, kein Vater, Mutter war weg und hat sich über das Footballspielen ja, tatsächlich zu einem großartigen Menschen entwickelt, was nicht selbstverständlich ist, wenn man so aufwächst. Und es gilt jetzt auch tatsächlich als Draft-Kandidat, also großartige Geschichte, erinnert vielleicht so ein bisschen an Michael Oher, ne? Ein bisschen, ja. Nur, dass Michael Oher das Glück hatte, dass er bei einer Familie gelandet ist, ja. Weil dieses Foster-Care-System, also diese Pflegeeltern, Systemgeschichte, wo du halt hin und her gereicht wirst, das hat halt auch für viele mit Geld verdienen was zu tun. Und ob das jetzt wirklich dann ein liebevoller Haushalt ist, in den du kommst, das wage ich dann immer bei sowas zu bezweifeln. Aber der ist seinen Weg gegangen, bewundernswert. So, und wenn der in der 5., 6., 7. Runde gedraftet wird, ist es für ihn ein absoluter Erfolg. Absolut, so, keine Frage. Also merkt euch den Namen Gary Johnson, achtet mal drauf, und Kazeem Daniels. Ja. Hast du noch einen? Caleb McGarry, Washington Huskies, weiß ich, dass du jetzt gleich wieder sagen wirst, die Boulevardgeschichte, ja, überhaupt, total. Los geht es. Bitteschön. Soll ich machen, ja? Ja, komm. Caleb McGarry wird als 6. Offensive Tackle gehandelt, ja. Also wird auch, was meinst du, 2., 3. Runde vielleicht gehen? Es gibt 2, 3 Teams, die Bedürfnisse nach Tackles haben, also es kann alles passieren, weil wir haben 32 Teams. Wir haben 6 gute Offensive Tackles. Der kann auch Ende 1. Runde weggehen. Auch der hat eine nicht ganz normale Kindheit verbracht. Der ist nämlich, also sein Vater hatte einen Arbeitsunfall. Ja. Das war der Haupternährer dieser Familie. Und bei dem wurde nach diesem Arbeitsunfall Multiple Sklerose diagnostiziert. Er war dann nicht mehr arbeitsfähig. Die Eltern hatten kein großes Erspartes. Also sie standen einfach vom finanziellen Ruin. Ihr Haus wurde zwangsversteigert. Dann gab es aber noch Großeltern. Da wollten die Eltern aber aus Stolz wahrscheinlich nicht einziehen, sondern sie haben sich dann in einen Wohnwagen zurückgezogen vor dem Haus der Großeltern. Und dann ist dieser Typ tatsächlich mit seinen Geschwistern in einem Wohnwagen vorm großelterlichen Haus aufgewachsen mit seinen Geschwistern, der dann aber auch noch abbrannte. Dann sind sie erst in diesen Bauernhof, war das von den Großeltern, eingezogen. Und bis heute ist das Geld nicht da, um diesen Wohnwagen wieder zu restaurieren. Also die wohnen halt immer noch. Das ist halt einfach eine Familie, die am Existenzminimum lebt. Und dieser Junge über American Football jetzt tatsächlich die Möglichkeit hat, nachdem er jahrelang kein Geld verdient hat und an seinem großen Traum festgehalten hat, eine ganze Familie aus der finanziellen Misere zu holen. Und Washington Huskies, das ist schon ein gutes College. Das ist auch ein sportlich extrem hohes Niveau. Das bedeutet, der hat schon guten D-Linern, guten Edge-Rushern richtig Dinger verpoolt und hat dagegen gehalten. Wenn der tatsächlich, also das Bedürfnis ist ja bei zig Teams da, ihre O-Line zu verstärken. Wenn der früh weggeht, dann wird garantiert die wirklich traurige Lebensgeschichte einer Familie wahrscheinlich komplett um 180 Grad gedreht. Denn er ist ein absoluter Familienmensch. Auch der Bauern, also das Haus der Großeltern ist auch jetzt nicht unbedingt, wie hast du es gerade so schön gesagt, ist auch renovierungsbedürftig, sagen wir es mal so. Also Caleb McGarry solltet ihr euch auch merken.
sagen wir mal, er geht in der, sagen wir mal, er geht Ende zweiter Runde, was bekommt? Der geht früher weg. Der geht in der Anfang, Mitte zweiter Runde weg. Was bekommt man da? Ist auch noch Millionen, oder? Ja. Ja. Jetzt nicht. Also Top 5 sind ja so bummelig zwischen 30 und 25 Millionen, ja, mit sehr viel Signing Bonus. Zweite Runde bist du auch auf jeden Fall Millionär. Ja. Also 2-3 wirst du schon kriegen. Ja. Und das sind halt immer wieder Paradebeispiele, dass der Sport dann auch tatsächlich, ja, nicht ganz so vom Schicksal geküssten Menschen Tür und Hof öffnet. Ach, Tür und Hof, Bauernhof. Ja. Und mit das war dieser? Zufall. Nein, ich habe noch einen. Wen? Ich habe noch einen. Ich möchte auch noch über Chandler Brewer sprechen. Oh, ja. Chandler Brewer, auch ein O-Liner von der Middle Tennessee State University, wird, was ich so gelesen habe, wohl nicht gedraftet, ist aber trotzdem eine großartige Geschichte, weil bei dem wurde vor der letzten College-Saison, also im Sommer 2018, Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert, im Knie. Da war wohl das meiste böse. Und er hat davon aber kaum jemand erzählt. Also es war nicht bekannt und er hat die ganze Saison durchgespielt, auch gut gespielt, war einer der Leistungsträger an seinem College, hat es jetzt erst publik gemacht und hat aber auch nie Bestrahlung bekommen und so. Und der Krebs, so heißt es, man sagt ja immer 5 Jahre, dann kann man erst sagen, dass man krebsfrei ist, aber ist besiegt, in Anführungszeichen. Okay. Ja, Chandler Brewer. Hatte Marc Herzlich ja auch damals im Bein. Ist natürlich ein Punkt, der ist gut, der hat auch gut gespielt, aber gehst du nicht all in? Also als Franchise ist es natürlich ein Wagnis. Ohne Frage. So, dann musst du abwarten. Wenn der jetzt als Free Agent unter Vertrag kommt und dann eine Klausel reingeschrieben bekommt, dass das heißt, pass mal auf, für den Fall das, so kommen wir sauber aus der Nummer raus, unterstützen dich natürlich, haben wir ja jetzt zum Beispiel bei Zach Miller gesehen, dass die Teams da auch dann sehr zugänglich sind. Aber im Endeffekt, du hast hier einen Spieler, der seinen Weg gegangen ist, der konsequent gegangen ist, der gut gespielt hat, der, das ist natürlich kein riesengroßes College, so ein kleines College, aber das ist natürlich so eine Hollywood-Geschichte. Ne? Also da kriegst du, da wird dir auch einfach mal ganz schnell bewusst, wie schnell das Leben sich ändern kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn er nicht gedraftet wird, aber bei einem NFL-Team unterkommt, dann ist sein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Absolut. Warum bist du eigentlich auf der Defensivseite gelandet? Also war das deine Entscheidung? Ja. Linebacker, ne? Ja. Linebacker zu spielen oder hat dich den Coach da irgendwann mal hingesetzt? Also mein damaliger Coach Chico Alfonso hat irgendwann gesagt, das sagt er immer noch, wenn wir irgendwo sind, dann sagt er, du, der hier, und zeig ihm auf mich. So, wenn irgendwelche jungen Spieler kommen und sagen, ja, warum Linebacker oder wie, was so. Chico hat dann immer gesagt, der war so geisteskrank, wenn ich gesagt habe, tackle den Goalpost um, dann Spengemann hat den Goal reingelaufen, umgetackelt, fertig. Ich mochte irgendwie Offense nicht, das hat mich irgendwie gelangweilt, also weil es so vorhersehbar ist. Ich mag das Reagieren auf Dinge, ich mag das Lesen, das Erkennen, das Agieren, dass du dann sagst, okay, pass mal auf, da geht's längs, da geht's längs. Das hat mir um Längen mehr gefallen. Deswegen, ich mag Defense. Ich mag Defense. Schön. Das ist doch schön. Wir mögen euch. Danke. Ich mag dich auch. Ich mag dich auch. Ja, ja, es ist auch Ostern gewesen, ja, und NFL Draft Week. Da muss auch mehr Liebe. Also ja, einfach die ganze Woche viel Liebe. Vielen Dank, dass ihr uns zugeschaut habt. Tschüss. Ciao. Rest one, Aaron Hernandez. Here comes Roger Goodell. Janet, that was disgusting. Colin Kaepernick refusing to stand. OBJ! OBJ! Greatest comeback!